Hallo und willkommen zu unserem Tutorial zu Schlachtschiffen in World of Warships Blitz. Viel Spaß mit dem Video. Zu Beginn, Schlachtschiffe sollte man niemals offensiv nutzen, da oft Zerstörer ihre Torpedos auf dich nutzen könnten, welche dich sofort versenken können. Man sollte von den Seiten lang gehen, während die Kanonen auf die Mitte gerichtet sind. Außerdem sollte man, falls man ein Schlachtschiff mit Torpedos hat, zum Beispiel mit der Tirpitz, die Torpedos ständig in die Mitte feuern, um Schiffe einzeln in deine Richtung zu locken bzw. damit zu zerstören. Falls ein Flugzeugträger im Spiel drinnen ist, sollte man hauptsächlich erst ihn heimlich eliminieren, da man sonst Torpedos oder Bomben von Flugzeugen abkriegt. Außerdem sollte man auch die kleinen Zerstörer eliminieren, da sie eine der größten Gefahren für ein Schlachtschiff sind. Muss man das Team als Schlachtschiff unterstützen und nicht im Stich lassen. Viele Schlachtschiffe und Kreuzer nebeneinander können eine tödliche Kette formen, während jeder aus dem Team auf einen einzigen Feind fokussiert ist. Dies hilft dabei, die Gegner schneller zu eliminieren, als alleine gegen jemanden zu kämpfen. Außerdem sollte man auch die Zerstörer beschützen, da sie die stärkste Waffe gegen andere Schlachtschiffe sind. Abschließend lässt sich sagen, dass Schlachtschiffe eine gute Alternative für Anfänger sind, da sie sehr lange durchhalten können und sehr stark sind. Dabei macht ein guter Schuss jeweils 1500 Schaden an gegnerischen Schiffen. Das Spiel ist gut zu spielen auf längere Reisen oder wenn man unterwegs ist. Außerdem ist es auf beiden Plattformen kostenlos erhältlich, iOS und Android. Danke fürs Zusehen des Videos. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Like da, es kostet euch nichts und wir wünschen euch einen schönen Tag.